Ja, Sonne ist schon da. So, okay. Können wir schneller mal kommen. Der ist rüber. Achso. Ich muss vorher schon abrufen. Ich wollte das mein Wäsche da aber lösen, weil das so wie der das macht, wie der die Modelle macht, wie er sie produziert. Ja, der über drauf macht. Also über Andreas kann man richtige Kompensation machen, sogar die Position nach unterrum. Wirklich ganz, ganz toll. Was da jetzt fliegt, sehr verehrte Damen und Herren, ist wirklich ein absolutes Meisterstück mit langsam eingefahrenem. Und sie war wirklich wie im Original. Die sogar von Japanern nicht mich dann kopiert, sondern in den Spielfilmen, wie Tora zum Beispiel, hat man diese Maschine hergenommen, mit leichten Veränderungen war sofort eine Zero drauf. Man hat die Kabinenhaube verändert und sonst nicht viel und dann hat man sofort eine Zero. Ein Flugmodell der Firma Kauf. Und wie du richtig gesagt hast, dein Mitbewerber, das ist eine Firma, die weltweit agiert, auch auf Flugtagen überall zu sehen ist. Und ich denke mal sagen zu dürfen, ohne zu viel Honig ums Maul zu schmieren, wenn da ein Andreas Kietz mit seiner kompletten Entourage hierher kommt, dann hat es schon was. Weil er zeigt natürlich auch seine Jets. Er ist seit Jahrzehnten am Markt tätig und wer einmal im Modellbausektor arbeitet, weiß, jetzt, wie schwierig. Jetzt mal eine Frage, was schätzt, wie viele Firmen das es gibt, die in der Qualität solche Flugzeuge in Voll-GFK bauen? Wahrscheinlich eine Handvoll, mehr nicht, ich weiß es nicht. Du, ich habe es mal knapp durchgezählt, es sind mehr wie 10, aber weniger wie 20 weltweit. Achso, eben, da haben wir ein gutes Dutzend bis, das ist ja weltweit, genau, ich dachte, du meinst nur in Europa. Also, dann möchte ich mich halt noch einmal wiederholen, die Firmen, die in dieser Qualität arbeiten, das kann man ruhig mal wiederholen, gibt es weltweit zwischen 12 und 20, da ist man sich nicht ganz sicher, weil es gibt Firmen, die entstehen, es gibt Firmen, die verkauft werden. Vollkreis im Kampfmodus, jawohl. Und auch die Geschwindigkeit, die wir hier sehen von der Texan, AT6 Texan, ist absolut scale. Alles, was Andreas hier zeigt, kann auch die Originalmaschine. Natürlich halbe Rolle auf den Rücken, er fliegt eine sogenannte halbe Kubernacht, Verfahrenskurve, ein Wendemanöver, um wieder in die Flightline zu kommen. Natürlich zu erwähnen, die Maschine hat 3,20 Meter Spannweite, liegt mit 23 Kilo noch gut im Fleisch, das heißt, muss nicht abnahmepflichtig sein. Alles, was über 25 Kilo muss abgenommen werden. Ein Moki, ein Sternmotor mit 250 Kubik, hören wir jetzt von links im Tiefangriff. Jawohl, bravo. Bravo, bravo, recht viel tiefer. Davon zeigt Andreas jetzt die Maschine in der ganzen Pracht. Die Klappen sehe ich leicht gesetzt. Schaut mal, was da von links daher kommt. 23 Kilo Fluggewicht. Bitte einen kleinen Zwischenapplaus. Das ist sehr schwierig, weil hier darf kein Fehler gemacht werden. Zwei Sitzer braucht er das. Und trotzdem hat er das Aussehen eines Kampfbombers, einer Kampfmaschine. War aber in der Tat, de facto war es eine Schubmaschine. Aber jeder, der so Modelle von dem Hauptscale gebaut hat. Schaut mal das Fahrwerk. Das Fahrwerk kommt, das macht er mit Absicht. Dass wir alle sehen, wie das Fahrwerk schön langsam wartet. Die rote Lampe blinkt, das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Rote Lampe hat er. Doch, beim Starter hat er sie auch schon gehabt. Nein. Aber die Puristen sollen sich mal wirklich die Oberfläche-Details anschauen. Ja. Das ist also ein ganz, ganz großes Kino. Also wenn da einer noch was zu Merkel meckern hat, dann darf er sich am Speckzelt melden, dann werden wir ihm gerade biegen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Andreas mir beipflichten kann. Da gibt es dann Leute, die stehen vor dem Stand und die haben Fotos in der Hand und die sagen dann genau, welche Niete das du vergessen hast. Ja, genau, das sind die Leute, die von Nieten auf dem Achtung auf das Maisfeld. Wunderbar. Nochmal Schleppgas reingezogen, schaut mal. Von links kommt Andreas zur Landung herein. Blubbert schön, jawohl, abfangen, schaut mal. Wunderbar. Einen dicken Applaus. Bravo, bravo, bravo. Zwei Punkte Landung im Heck abgefangen, drei Punkte Landung. Bravo, Andreas, wunderbar. Wir werden einiges noch